Danke vielmals. Danke auch, dass Sie so lange ausharren. Irgendjemand hat seine Brille hier vergessen. Als Herr Dr. Schnakenberg mich anrief und fragte, ob ich diesen Vortrag hier halte, habe ich natürlich zugesagt. Ehrlich gesagt, ich wollte etwas ganz anderes vortragen. Aber wie das so halt ist, das Leben kam dazwischen. Ja, und das hat mir sehr zu denken gegeben. Da waren einige Dinge. Zum einen war ich engagiert, sehr stark engagiert, in einige Studien, die beiden letzten auch zum Thema Krebs. Kommen wir kurz darauf zurück. Und während dieser Studie habe ich natürlich auch die Studie, die wir mit Dr. Ionesco durchgeführt haben, an den Geweben nochmal durchgekaut. Und dann kam der Pankreaskrebs meines Mannes dazwischen. Ja. Und da denkt man dann ganz heftig. Metalle initiieren Entzündungsprozesse. Und diese Entzündungsprozesse, das haben wir ja schon in Vorträgen gehört, verursachen Zellreaktionen und natürlich auch Zelltod. Wir haben Metalle, die diesen Zelltod beschleunigen. Ganz bekannt Arsen natürlich, Chrom 6, davon hören wir relativ wenig, sollten wir aber mehr hören. Nickel, Beryllium, Cadmium und es wird auch inzwischen Antimon und Kobalt ins Gespräch gebracht. Der Nachweis der Metallbelastung, ich gehe nur ganz kurz auf diese Thematik ein. Bei kurz-momentan Belastungen haben wir Blut natürlich, den Urin, 24 Stunden oder spontan. Bei den Langzeitbelastungen haben wir Gewebeuntersuchungen wie auch Provokationstests. Und jetzt komme ich zu der Studie, die wir in Punjab durchgeführt haben. Punjab ist einer der ganz nördlichen Staaten Indiens. Und in diesem Staat Indiens findet man die höchste Krebsrate Indiens überhaupt. Punjab ist nicht industriell. Punjab lebt von der Agrikultur. Wir haben gesunde Menschen aus Punjab untersucht und verglichen mit gesunden Menschen Europas. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, auszurechnen, wie viel stärker diese Leute denn belastet sind. Und das ist bei einigen Elementen ganz erheblich.